Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge von Minecraft Übrigens zusammen mit Let's Grotti. Alter, der geht ab. Da mein Game nicht mehr funktioniert hat, habt ihr es gar nicht gesehen. Grotti hat hier eine widerliche Schabe platziert. Die Insekten, Das ist Harry. in diesem Game Das ist sind so Harry. widerlich, Alter. So, warte, bleib hier. Bleib sie stehen. Ich muss das Okay, Viech dann lauf einfach füttern. weiter. Das Viech nennt es dann einfach das Nashorn, ja. Das Ich habe gerade ein Ruckler, gefällt mir nicht. Was ist hier los? Warte, stopp. Okay, schon besser, ja. Muss ich, hä? So. Entscheide dich. Nice. Platybleodon oder Elasmotherium? Ich will. Entscheidung liegt bei dir. Elasmotherium müsste das Nashorn sein. Das will ich. Ich will jetzt keine Mammutkopie neben dem Mammut haben. Ich hoffe, das ist das mal. Ah, egal, auf gut Glück. Oh, Das das war. andere hätten wir so und Oh! so auch gemacht. Ist ja auch eine Tür. Ach, Ja, wir müssen die natürlich. Dinge ja auffüttern, Alter. Komm her, Da bin ich Kuckuck. mir noch nicht ganz sicher. Okay, ich brich jetzt gleich in einem Sprint aus. Hast du Fleisch? Bis das Vieh geboren ist, will ich einmal durch den Park sein und jedes unsere Viecher gefüttert haben. Nee, hab ich nicht. Ich hab nicht mal was zu essen. Ich hab 4 Stück Fisch. Nimm die Dinopedia und sag mir, wenn's nah wird. Ich geh die Viecher füttern. Es sind nur 99%. Soll ich umdrehen? Ja, nicht. Ich muss in jedes dumme Gehege von dem Platz zu fressen. Friss! Schnauz mich nicht an. Friss! Egal, ich laufe, ich geh zu Fuß. Ich spring von oben ins Gehege rein. Wenn's sein muss. Oh nee. Ja! Zeit gespart. Komm her. Friss. Schrei mich nicht an! Ich mache hier bloß meinen Job. Lauf, 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 Ist mein Job. Lore, 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 schneller! Schneller! Beeil dich! Ich will das Baby sehen, wie weit ist es denn? Warte, ich bin gerade nicht da. Nein! Nein! Okay, der Triceratops ist verloren, er ist draußen, er ist draußen! Du dicker Warte, Fisch! was? Und trinke mit Wie weit ist es? Mein Gott, dann schaue ich halt schnell hin. Das ist safe bei 30% oder sowas. Ja, ich muss den Dummrampen. Der steht dann einfach da draußen. 18! Die Kuh ist bei 18%! Du hast Ich. sogar noch Zeit, dass du Ich lauf da rein, lauf zum Ende vom Gehege, sehe, wie er einfach da draußen im Boden steckt. Ich meine, nee. Verloren. Ah ja, gut. Dann. Nein, die Lore fährt schon. Okay, dann halt nicht. Ach, da steht die Kuh, Alter. Mit der Reihe. Hi. Jetzt soll ich mir die Dinopedia nicht. Jetzt steht der schon wieder an der Wand. Alter, ich krieg's kotzt. Mein Gott, die verarschen uns, die provozieren uns. Jetzt läuft er auch in die Wandere. Ich gehe raus. Die Stegos sind verloren. Okay. Mission, hol den Spacko von da draußen. Wie. Oh, ich hab den Fisch nicht gefüttert. Vergiss den Fisch. Der kann sich mit den Tintenfisch ernähren. So, du Sau. Wie bist du da draußen überhaupt? Wie hast du es da raus geschafft? Ist schon mal meine erste Frage. Wie bist du da noch im Boden stecken geblieben? Meine zweite. Er steckt so im Boden, dass er nicht rauskommt. Du bist das größte Opfer, das ich jemals gesehen habe. Hat mir einen Spiegel gesehen. Du Sau, halt die Schnauze. Jetzt muss ich den hier freigraben.
bei 40%. Du bist hier nicht mal! Ich bekomme den da nicht mehr raus? Es ist ja auch noch Kohle, was soll denn die Scheiße? Ich bekomme den hier nicht raus! 1, 2, 1, 2, ich muss so rein. Ey, versteh dich nicht! Ich töte den gleich! Du kannst nicht alle unsere Triceratops umbringen. Nein, ich habe ihn geschlagen! Er ist verloren, wir geben ihn auf. Tschüss, ich gehe wieder. Was? Stirb da draußen, wenn es sein muss. Also der kriegt aber keinen Platz in unserer Ruhmeshalle. Ich schwöre, ich schlachte ihn gleich ab. Wir stehen jetzt nach dem Gebäude, versuchen wir es beide noch mal. Ansonsten schlachte ich ihn ab. Jetzt ist hier schon wieder Gravel! Also man wird kein Auge zugedrückt wegen dieser Sau. Lass die immer solche Noch nie mein Liebling gewesen, noch nie die Triceratops. Seit dem ersten Geräusch ihrer Geburt habe ich sie schon gehasst. Ich habe fast kein Fleisch mehr, weder für mich noch für... Da steht ein Creeper beim Säbelzahntiger. Gut, kannst du mir eine Wikipedia wiedergeben? Wikipedia. Schönes Gehege. Alter. So, hast du dir mal die Schabe angeschaut? Geht's dir gut? Ich war gerade vorhin drin, aber ich konnte sie mit dem Dinopedia nicht anklicken, also habe ich sie aufgegeben. Junge, stell dich nicht so an, das ist ein ganz normales. Nee, das weiß ich nicht, aber hast du mal die Geräusche gehört, was die macht? Das ist zaghaft. Dieser Mann läuft für andere Mobs davon. Das ist ein Weibchen. Und es wandert. Und dafür, dass es wandert. Was denn nämlich das? Dieses Geräusch. Mach es nochmal. Das Geräusch nochmal. Ich kann das Geräusch nicht beschreiben. Und das hier erst recht nicht. Warte, ich brauche hier doch gar keinen Eingang. Was? Wenn man genau hinhört, hört man das überall, dieses Geräusch von der Schabe. Wenn es Mammut da hinten nichts zu schreiben würde. 80%. Wo ist eigentlich mein zweiter Wasser immer hingekommen? Oh, das ist leer. Hä? Was hat das für ein Wachstumsschub gehabt? What? Ja. Das, was? Hä? Oh Gott, ich habe aus dem Game getappt. Hä? Hä, warum ist das jetzt auf einmal so? Ach, das stand auf dem dummen Busch drauf. Und von unten hat dieser. Oh Gott, ich dachte mir, was? Das ist ja jetzt nicht zwei Blöcke größer geworden in der Zeit. Hast du zufällig Sand dabei? Nee. Oh, wie es sich hinlegt! Es ist so nice. Verändert sich der Käfer eigentlich, wenn er schläft? Oh, so gut, er dreht sich ein! Ich glaube, der rollt sich zusammen. Ja. Oh, das ist voll cool. Das ist eine widerlichen Geräusche nicht mehr. 91%, 92! Voila, nice! Warum tame ich die eigentlich weg an? Was? Sie läuft weg. Ja, noch 6%. Du entkommst mir nicht. Du entkommst dein Schicksal nicht. Bin so gespannt, wie das Viech dann ausschaut. 96, 97, 98. Hm. 99. Okay, wo ist es?
Oh da! Gott, bist du groß. Ich hab das falsch. Was ist denn das? Ich hab das. Stopp. Ihr lasst mutieren. Hab ich jetzt wirklich. Stopp, hab ich jetzt wirklich. Nein! Ich habe jetzt wirklich auf Versehen die dumme. Leck mich nicht. Ist doch egal. Junge, diese Animation, die so laufen heiß. Ne, das ist das richtige. Hä? Das ist das Nashorn. Das ist das Nashorn. Na gut, das kriegt er wahrscheinlich das Horn noch. Erst noch. Es sieht aus wie so ein Ameisenbär. Hier die Nasen. Nee, nicht Nasenbären. Die Kuh lebt nicht lange. Wombat. Oh, Wombat. Ja. Die Kuh lebt nicht mehr lange, ne? Weil das Viech territorial ist, es dauert nicht lange, bis es seine Mutter tötet. Achso, ja dann. Da bist du gerade auf dem Heimweg? Ja, oder ich brauch deine Hilfe bei dem Triceratops. Ah ja, stimmt. Machen wir das mal. Und dann, ach, dann kann ich mir jetzt nur... Ich geh noch den Typen füttern. Soll die Fischen sorgen, aber... Wir wollen erstmal schlafen. Jetzt stehe ich sogar schon im Wasser, Mann. Boah, wow, der schläft echt nicht! Ein Fisch! Drei Fisch! Drei Fisch und er ist voll. Wie alt bist du eigentlich? Fünf! Oh, er ist aggressiv. Junge, unser Säbelzahntiger ist doch safe auch schon ausgewachsen. Der Säbelzahntiger enttäuscht mich ein wenig, aber er hat eins der coolsten hat? Gehege. Kann der dich enttäuschen? Genau, ich dachte, der wäre der Größte. Oh, Leute, sind da viele Creeper! Wie groß dachtest du, dass ein Säbelzahntiger wird? Ja, noch einen halben Block größer, dann hättest du mich schon gereicht. Das ist auch der wiegt noch eine Tonne, oder? Fünf. So ein Säbelzahntiger, der wiegt doch locker eine Tonne. Oh, das war so ein Mann. Ich liege übrigens. Also. Ja, ich doch auch. Gut, dann muss ich mal wieder ein Essen auf. Oh Gott, ich habe den. Ich habe die ganze Erde von dem Drecksteratops dabei. So, ich lege dir einen Arm mal wieder weg. Ach, die das brachiosaures Eis der ja auch noch. Was war mit der Stegosaurus? Das ist auch noch in der Wand. Ja. Das ist draußen! Nein! Wir haben zwei da! Die ist nicht draußen! Warum? Warum? Warum tun sie uns das an? Ich verabscheu's. Hast du das Fliegerding dabei? Ja, ich bring's gleich. Ich muss grad kurz noch was machen im Keller. Oh Gott. Ja, aber die scheinen einfach nur rumzuchillen. Ja, das zieht jetzt. Weil eine. Achso, der steht ja irgendwie im Boden. Nein, ich bin jetzt ein Loch gefallen. Achso, ja, ich hab da auf das Loch gegraben. Ich dachte, dann könnte ich den Block abbauen. Der unter ihm ist und dann habe ich ihn geschlagen. Junge, wo hängst du denn? Hat ihr das Zeug kaputt gemacht? Nee, das war ich. Achso. Weil ich versuche ihn zu befreien. Ich dachte, er steckt irgendwo in der Mauer, aber ich glaube, er steckt da weg. Oh, warte mal, hast du dein Dino oder einen anderen Fleischfresser gefüttert? Junge, ich habe nicht mal Essen für mich selbst. Okay, dann wird das jetzt interessant. Komm her, Dino! Dino? Ich glaube, er sieht mich nicht. Er macht nichts, er ist gut erzogen. Komm her, Dino! Er macht halt echt nichts. Na gut, das ist ein Pech. Er hätte sich meinen Arm schnappen können oder so. So, das schnell. Das hier. Perfekt, und nochmal. Kannst du mal bitte hier weggehen? Ich muss das Loch da stopfen. Zack, zack. Alter!
Schade, wäre lustig gewesen. So. Das legen wir da rein und damit den. Das legen wir da rein. Scheint so nicht zu funktionieren. Hör auf, mich anzuschreien. Ich mach doch gar nichts. Ich versuche dich hier zu retten. Die appreciaten das nicht, die Bastarde. Ich hab so viel Essen im Inventar, ich weiß nicht, wohin damit. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5 Slots sind einfach nur mit Essen für die dummen Dinos verschwindet. Dinos oder wie? Ich tapp raus und schau an, wo wir sind. Hab der Dino gefüttert zu nebenbei. Ja, ich hab's gesehen. Oh, Alter, die haben verhungern. Was fütterst du denn auch nie? Willst du vielleicht angeln? Wieso angeln? Weil ich glaube, dass du mehr Glück auf dem fucking Manibu hast. Also, warum haben wir so wenig Schafe? Stopp. Oh, die Hühner sind bald wieder bereit abgeschlachtet zu werden, haben wir schon wieder einige. Ja, so ist fein, schöne Massentierhaltung. Ah ja, nice. Massentierhaltung ist... I like it. Das ist immer noch nicht... Wir haben keinen Sand! Nein, das hast du letztens gesagt! Dass mir nie... Sieh doch nicht! Dass mir nie zu ist. Was? Also muss ich jetzt ernsthaft mit der Elytra los in die Wüste? Scheint so, ne? Oh, dass wir so wenig Essen haben! Es war ja gestern Aschermittwoch. Ich wache in der Früh auf und das Erste, was ich mir mache, erstmal Schinkenbrot. Ja, ich hab auch komplett vergessen. Wie auf der Zähne gemacht. Ich hab dann einmal abgewürgt, also ich sagte jetzt zu meiner Mutter, also ich bin nicht gläubig, also lass dich gar nicht sein. Einmal so, ja. Nee, am Ende bekommt sie vielleicht noch meine Oma mit oder keine Ahnung was. Und das sind christliche. Ja, ich glaube, ich bin der Einzige, der wo zu 100% nicht gläubig ist. Der Rest ein bisschen, dann dachte ich mir so, ja, nee, weißt du was? Sie machen mir das doch einfach mal. Dann stehst du und arbeitest dann an auf einmal. Ja, wir bestellen Pizza und so gratis. Und ich so, ja, ich bin dabei. Dann schaut er mich so an. Bist du im Fasten? Nee, dann haben wir Fleisch. Habe ich dann auf eine gute alte Meeresfrüchtepizza, Alter. Das ist so, so gute Meeresfrüchtepizza. Oh, das ist ja nicht mal Fleisch. Ja, aber. Das ist sogar legal. So eine gute Meeresfrüchtepizza hatte ich schon lange nicht mehr. Die ist echt moa. Wo habt ihr bestellt? In Reichenhall bei einer Pizzeria. Ja, aber wie hieß die? Oder wo, boah, da musste ich nochmal nachfragen. Den haben wir mir nicht gemerkt. Okay. 3 Pizzen, 25 Euro für diese Preis-Leistung, das ist echt. Mir gibt's in Rechenhall wirklich eine geile Pizzeria. Pizzeria, ja. Rechenhall hat echt viele gute Läden, wenn es um sowas geht. Ja. Gern die Pizzeria. So, ich habe jetzt nochmal 25 Brot gemacht. Indem ich mich hier nähern kann. Fehlt es dir denn am Essen? Ich habe hier noch 7 Fisch für dich. Oh, das ist sehr nett, weil ich habe gar nichts mehr. Das heißt, ich leg das Zeug fürs. Leg das Fliegepad einfach in die Kiste, in die Werkzeugkiste. Wenn wir es brauchen, dann holen wir es uns. Lass mal schnell pennen gehen, damit ich weiter angeln kann. Jo. Lol, was hast du?
Lol, was ist ha. Das war das, was ich vorher noch gemacht habe, noch ein bisschen Glimmer gemacht und beide reingehauen. Aber als ob beide funktioniert haben! Aber einfach dieser Erfolg, The King. Ja, The King ist. Alternus, aber ist nice. So, jetzt haben wir die zwei gefährlichsten Raubtiere der damaligen Zeit. Nice. Finde ich gut. So, was kommt denn jetzt eigentlich noch alles in den. In die Höhle? Ja, ich würde. Den wirklich, Elch weil noch. Die Höhle macht jetzt. Den Elch noch, Digga. Ja, den Elch hätte ich auf jeden Fall auch gemacht, das Quagga. Was ist ein Megalania? Ach Gott, wo bist du denn? Das ist ein Krokodil. Boah, das könnten wir auch perfekt in die Eishöhle machen. Also in die Höhle machen. Das ist schon lange keine Eishöhle mehr. Obwohl. Wir können eine gute Mischung draus machen, also. Ich kann alles eigentlich in die Höhle packen, was wir wollen. Wow, ein Stück Leder! Dann läuft denn noch der Server, weil ich verlängern will ich nicht nochmal. 15 Tage. Easy. Vielleicht, also mit der Höhle schaffen wir vielleicht sogar noch die 100. Obwohl, ich will mich jetzt ans Dodo-GG setzen. Ja, aber wollen wir das auch in die Höhle machen, oder? Warte. Boah. Ja, ich meine. Wir können ja dann so eine runde Höhle ausheben. Der Außenbereich ist Wasser und in die Mitte bauen wir so eine kleine Insel rein. Achso, wir finden halt einen besseren Platz. Das ist eine gute Frage. Aber dann hätte ich. Wäre es vielleicht eine Idee, dass wir das im Singleplayer mal vorbauen, ne? Zumindest mal so den groben Umriss, wie groß die Höhle werden sollte. Ja, das bauen wir im Singleplayer dann mal vor, außerhalb von der Folge. Ja, dann könnten wir ja theoretisch, um thematisch gleich zu bleiben, neben dem Dodo-Gehege das Krokodil machen. Ach, dass wir das so thematisch die Höhle machen? Ja, thematisch. Aber so, dass wir halt dann nicht ein fettes Gehege. Thematisch, dann schauen wir uns die Schafe im Eisgebiet an. Dass wir halt nicht jetzt das fette Dodo-Gehege haben und dann rechts daneben ein kleines für, keine Ahnung, den Elch. Ja, es ist schön. Junge, kann ich aber, gleich mal was sagen? Dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut, seid gespannt auf die nächste Folge. Im Eisbau, Eishöhlenbau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.